Hallo, meine lieben Zuschauer. Ich wollte euch zu einem kleinen Gartenrundgang einladen und euch zeigen, was sich so in meinem Garten jetzt so im Spätsommer getan hat. Anfang August haben wir das jetzt. Und ihr wisst ja, ich habe eigentlich nur einen Blumengarten. Aber auch hier tut sich immer wieder etwas. Und das zeige ich euch jetzt mal. Falls ihr Fragen habt zu den Pflanzen, den Namen und so, schreibt mir das in den Kommentar. Weil im Augenblick habe ich nicht jede greifbar, jeden Namen. Und dann reiche ich euch das noch nach. Hier kann man gut erkennen, wie der Dracunculus sich einzieht. Mittlerweile ist er jetzt umgefallen. Ich lasse ihn dran, ich schneide ihn nicht weg, weil ich will, dass die Knolle wieder zu Kräften kommt. Deswegen darf er hier so rumhängen. Und so in einer, anderthalb Wochen, dann ist es hier auch soweit. Ja, der Talictrum ist auch mittlerweile verblüht. Ich glaube, ich habe ihn nicht blühend gezeigt. Ja, die Lilien, die sind jetzt mittlerweile auch am Ende. Vereinzelt blüht natürlich noch eine. Das hier im Vordergrund, die mit den Samen hier, das ist die Silk Road. Abgeschnitten wird natürlich die Lilie auch noch, aber nur der Samenstand. Das wird dann hier bis hierhin abgeschnitten und der Rest wird stehen gelassen. Das mache ich jetzt an jeder Pflanze. Damit auch die Knolle wieder zu neuen Kräften kommt. Die Anastasia blüht hier noch, ist auch im Endstadium. Hier die Lilien im Hintergrund stehen zu schattig. Deswegen habe ich hier Ausfallerscheinungen. Wie man hier sehr gut erkennen kann. Steht hier quasi im Vollschatten und das ist überhaupt nicht gut. Außerdem steht sie zu feucht. Aber ich habe sie zuhauf an anderen Stellen und wie man sieht, hier entwickeln sich kleine Tochterknollen. Die fallen im Winter ab, beziehungsweise die werden jetzt noch größer. Und dann kann man sie wieder neu einpflanzen. Hier diese braunen Knöllchen. Deswegen habe ich diese Lilie hier auch zuhauf. Das ist übrigens die Blüte vom Chicorée-Salat. Normalerweise sieht man sie um die Uhrzeit gar nicht mehr, weil die Sonne sie verbrennt. Jedenfalls hier im Garten ist das so. Wenn die Sonne hier drauf scheint, dann verbrennt sie, weil sie so filigran ist. Aber jetzt, wir haben es schon seit Tagen bewölkt, kalt und sehr windig. Also bleibt die Blüte hier auch ein bisschen länger stehen. Und das ist der Salat dazu. Den kennt ja eigentlich auch fast jeder. In Gelb gibt es den noch nicht so groß.
Hier entwickelt sich auch wieder eine Blüte aus diesem Trieb. Ja, das ist die Voodoo-Lilie hier. Das ist die Kiwi. Da oben habe ich so ein paar kleine. Kiwis, leider trägt sie nicht gut, diese Sorte, zumindest nicht an dem Standort. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht zu wenig Wasser, keine Ahnung. Hier habe ich noch die Alocasia California. Ein paar Farne. Der Land. Dann habe ich hier den Baumspinat. Auch schon ziemlich groß im Kompost. Aber um diese Zeit muss er auch groß sein. Ich habe ihn hier ziemlich spät eigentlich eingesetzt, weil ich eben beim Umpflanzen von anderen Pflanzen über hatte. Und ich wusste, wohin damit, habe ich ihn einfach hier in den Kompost gepflanzt. Hier der Amorphophallus im Kompost. Die Süßkartoffel ist auch schon super gewachsen. Die Voodoo-Lilie wieder. Hier auch wieder Amorph. Ja, es wächst und gedeiht mittlerweile gut. Obwohl es so kühl ist und regnerisch. Hier haben wir auch noch mal den Indian Giant und hier die kleinen auch. Colocasia pinchina. Hier mal ein kleiner Versuch von mir, die Zucchini einfach so in so einen Korb zu pflanzen. Macht sich auch ganz gut. Basilikum im Hintergrund. Das ist Kautleia Katkati, ein Zierengwer. Ganz selten. Arisaema. Hier ist der Tetrapanax. Colocasia Jack Giant. Leider dieses Jahr nicht so groß, weil es hier zu kalt ist im Moment. Dafür ist die Burgundi-Stem riesig geworden, muss ich sagen. Kriegt man kaum ins Bild. Das ist die normale Taro Esculenta, auch eine Colocasie, die am weitesten verbreitetste in der Welt.
weil die wird am häufigsten gegessen. In Asien, Amerika, Afrika, überall wächst sie in den Sümpfen bzw. in extra angelegten Teichregionen. Und ich habe sie hier im Topf. Ja, hier wieder die Anastasia, auch am Ende ihrer Kraft, wollte ich schon sagen. Eine sehr schöne Blüte, duftet auch. Erfreut mich immer wieder. Die Leslie. Auch schön. Hier oben sieht sie noch besser aus. Ja, im Hintergrund habe ich wieder hier links Ingwer. Da Amorphophallus Cognac mit dem Büchsklee. Da wieder eine Colocasia Teacup. Und im Vordergrund der Indian Giant im Topf. Im Hintergrund die kanadische Goldrute. Die weiß ich leider nicht hier vorne. Diese. Ja, die Aronia musste ich einpacken wegen der Amsel, weil sonst wären die Bären schon weg gewesen. Physalis. Die Margariten liegen hier schön am Boden. Und hier die Johannisbeere hat ihre Früchte noch behalten dürfen. Hier war die Amsel nicht dabei. Warum, weiß ich nicht. Weil es eigentlich sind sie in diesem Jahr richtig süß, aber die Amsel geht da nicht bei oder die Vögel. Warum? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Die anderen Jahre waren sie dabei. Ich weiß nicht, warum in diesem Jahr. Vielleicht habe ich ein besseres Angebot gehabt mit der Aronia. Aber in diesem Jahr ist nichts da gewesen. Da muss ich auch mal wieder nachfüllen. Mittlerweile hat die Meise nicht mehr so viel Angst.
Ja, das ist die Mirabilis. Noch nicht am Blühen. Das Gelbe weiß ich leider nicht, was das ist. Vielleicht weiß das einer von euch. Das sind die Blätter dazu. Vermehrt sich nur über Rhizome. Es hat sich hier überhaupt nicht ausgesät, obwohl es mega viele Samen hat, wenn alles verblüht ist. So ähnlich wie Löwenzahn, aber irgendwie vermehrt sie sich nicht darüber. Mittlerweile habe ich sie überall stehen, hier vorne, auch hinten schon bei den Hortensien ist sie angekommen. Ach, hier der Arum. Hat auch einen super roten Kolben schon gekriegt. Beziehungsweise kriegt ihn noch. Aber sieht richtig toll aus. Wenn man kleine Kinder hat, sollte man ihn besser nicht im Garten haben. Weil das bekommt er nicht so gut. Wenn die Kinder die roten Beeren essen. Die Blätter gehören nicht dazu, zu dem Arum. Ich habe sie einfach stehen gelassen, weil im nächsten Jahr werden sie schön weiß blühen. Und dann dürfen die beiden Pflanzen hier stehen. Ja, meine lieben Zuschauer, das war es dann auch schon wieder von meiner Seite. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und freue mich, wenn ihr auch bei einem weiteren Video dabei seid. Ihr könnt mir gerne Kommentare da lassen, Fragen stellen oder was auch immer. Hier habe ich noch eine Albizie. Ja, meine Lieben, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.